Jetzt hätte ich ihn zumindest schon mal entwaffnet. Noch ans Bein geschossen. Ja. So. Haben wir hier noch irgendwo einen Film? Da ist eine Filmrolle. Ich wusste es doch einfach. Hier musste einer sein. So weit ab vom Schuss, da musste einfach einer sein. Ah, halt. Überraschung. Wo kommen die dann her? Hm. Ich habe gleich den Strom umgehen. Ah, von dem Weichei. Kippt ja schon tot um. Guck mal. Explosives. Kann man in die Luft jagen. Sehr schöne Sache. Auf jeden Fall. Jo, und das war's dann auch, oder? Wo muss ich jetzt wieder hin? Aufs Anwesen, oder? Ja, natürlich. Und da ich hier ja eh nicht weiterkomme. War klar, dass das den fast kaputt macht. Hier war ein Hotel. Was unten in der Straße? Nein, unten in der Straße. Drift. Oder auch nicht. Und weiter geht's. Jetzt abkürzen. Kurve schneiden. Und den Wagen will ich gleich haben, deswegen halte ich den mal an. Klappt zwar eh nicht, aber. Naja. Dann wollen wir doch mal sehen. So ein paar Mordaufträge zwischendurch sind doch auch mal was Feines. Okay, noch einmal Waffen sammeln, Leben sammeln. Oder besser gesagt Munition, nicht Waffen. Die Waffen haben wir ja alle schon. Das ist echt cool. Magnum, Molotow und dann noch eine Magnum. Schön dekoriert auf jeden Fall. Ja. Irgendwie schon blöd, dass ich jetzt doch nochmal zum Anwesen muss. Ich darf nicht vergessen, meiner Mutter zu schreiben. Nein, darfst du nicht. Garantiert nicht. Das ist ganz wichtig. Der Mutter schreiben. Ist ja egal. Hey, halte das Auto! Geben wir mal ein bisschen Stoff.
Ich finde die Melodie immer noch so cool. Oder das Lied, je nachdem. Nach unten schon wieder. Das hat mit der Waffe. Dieser Job bringt dich ganz nach oben. Interessiert? Ach nein, nein. Überhaupt nicht, nein. Ich bin bereit. Worum geht's? Ronny Tosca, der Kerl arbeitet für die Cuneos. Er will dafür sorgen, dass sich die Schwarzhändler in Hell's Kitchen nicht mehr beliefern. Im Moment ist er beim Friseur. Schick ihn ins Jenseits. Verpass ihm eine Kugel von mir. Okay, Kleiner? Ich darf ihn erschießen? Oh. Gezielter Kopfschuss. 20.000. 20.000 extra. Wow. Das ist natürlich... Wow. Es gibt am Ende 24.000 auf die Bar auf die Hand. Oder mehr oder weniger Bar auf die Hand, je nachdem eben, wie die Familie das auszahlt. Aber ich muss jetzt nach Karte. Nach Hell's Kitchen. Aber über den Highway sollte ich da schnell hin. Du wirst oder eben doch. Da steht noch einer. Sehr interessant, wie ich sehe. Der lebt ja noch. Fehlt. So verwirrend, wenn die auch Waffen fallen lassen. Dann doch wieder aufstehen, obwohl sie dann schon am Boden lagen. Okay, das ist jetzt blöd. Ich dachte eigentlich, ich könnte mich von hinten an den Friseurladen ranschleichen, aber das ist wohl nicht so. Machen wir mal einen guten Kollegen denn. Komm mir nicht zu nah!
Weg komme ich sogar noch bei einem Arzt vorbei, obwohl ich das jetzt gerade gar nicht brauche. So, den Ziel gezielt in den Kopf schießen. Was zum Teufel? Naja, wird ja wohl nicht so schwer sein. Ich brauche Hilfe! Wäre auf jeden Fall viel einfacher, wenn der Laden schon mir gehören würde. Kronius, ein E-Rot. Probeschuss. Alles läuft. Ich reiß die... Ja. Ich komm mir nicht zu nahe. So. Der Chef scheint wohl hinten drin zu sitzen. Ich habe dich erwartet. Nein. Na, shit. Nicht geschafft. Ich habe ihn wohl in die Schulter geschossen. Na, neuer Versuch. Ja, wir sind wieder in Hell's Kitchen. Ich war da noch ein Stück weiter weg als gedacht. Und ich habe euch gerade noch zugeschaltet, weil da kommt eine Möglichkeit zu springen. Eventuell. Oder auch nicht. Das nicht funktioniert. Aber okay. Ich habe auch nicht zwingend damit gerechnet. Was ich jetzt allerdings noch geplant habe, war nach dem ganzen Slalom hier und dem ganzen schießwütigen Idioten ein Hotel zu suchen, denn es ist einfacher von hier aus wieder zu starten als in New Jersey. Ja, ich habe das letzte Mal in New Jersey gespeichert gehabt. Deswegen fange ich jetzt eben hier an. Oder speichere ich jetzt hier, damit ich hier wieder anfangen kann. Und dann habe ich auch den Mordauftrag schon und muss ihn mir nicht erst noch holen. Was auch noch so eine Sache war. Ach ja, das gestohlene Geld, das habe ich zwischendurch in der Unterführung. Im Tunnel, nebendran von so einem Transporter eingesackt, wo dann die drei Leute bei dem Transporter stehen, die man dann einfach nur über den Haufen schießen muss und dann ist alles gut. Meine Nase juckt gerade wieder. Oh, verdammt. Naja, gut. Gucken wir doch mal, dass wir uns einen... Warum meldet sie sich? Ist ja egal. Ich brauche hier einfach nur einen fahrbaren Untersatz. Und ich muss dem Kerl einen Kopfschuss verpassen. Aber das sollte ich schon hinkriegen. Also fahre ich mir diesmal ein bisschen langsamer. Vielleicht falle ich dann nicht so auf. Und die Wachen davor gibt es ja immer noch nicht. Ah. Da bist du also. Na, komm mal her. Spaß vor. Dafür bezahlst du! Wofür? Jemand muss die Polizei rufen! So. Kopfschuss. Du Mistkerl! So ein Motorsport Vendetta wert im Moment. Ich bring dich um! Okay. Und jetzt kann auch noch der andere kurz rauskommen. Ich habe dich erwartet. Naja. Das war wohl gerade ein Kopfschuss. Töten Sie Ronnie Tosca. Tosca. Auf Mordauftrag erfüllt. Respekt 5.500, Geld 4.000. Respekt 55.000, Geld 20.000. Das bedeutet... Ich habe ein neues Level erreicht. Kein Tresor? Hä? Wieso kein Tresor?
Ist der Tresor? Komm mir nicht zu nahe! Was für Weicheier. Angst vor so einer kleinen Pistole. Was soll denn das, Vergessen? Ah, der hat es gar nicht bemerkt. So. Lauft, lauft, Massenpanik. Ich brauche Hilfe! So. Oh Mann! Ziehen uns hier! Alles klar, nochmal kurz. Oh, wir können ja noch, das können wir ja auch gerade machen, Fähigkeiten und Waffen. Was kriegen wir denn diesmal? Angriffs- und Bewegungstempo 25%. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Bewegungstempo erhöht. Das heißt, ich laufe auch schneller. Jetzt schneller als ohnehin schon. Warte mal. Ich wollte schon sagen, so ein bisschen Munition haben wir dann doch gebraucht. Schön. Ich will endlich was erleben. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt kaputt? Ich wollte doch gar nicht hier. Hat er da zwischendurch immer wieder die Waffe gezogen? Spaßvogel. Solange er das nicht jetzt macht, alle 5 Sekunden die Waffe ziehen oder so. Gesundheit. Haben wir einen neuen Mordauftrag? Nee, wir kriegen gerade keinen Mordauftrag mehr. Wie wär's denn, wenn ich versuche, die Tantalias auszurotten? Ich weil so viele Läden haben die ja nicht mehr. Ich glaube nur noch 10 Stück maximal. Da könnte man die doch eventuell. Surprise. Oh Scheiße, jetzt komme ich hier nicht durch. Okay. Da, wie geht's? Spaß gemacht, jemanden mit dem Rücken zu schießen. Bei mir macht das immer Spaß, aber ich darf das ja auch. Okay, da haben wir den Ladenbesitzer. Was muss ich tun, damit Sie aufhören? Sie haben kein Recht! Irgendwo beim L runter. Okay. Geben Sie auf oder Sie sind tot. Okay, Schwachstelle mit der Waffe auf ihn zielen oder sowas. Na komm mal her. Sollten wir doch noch hinkriegen. Es wird nur noch schlimmer. Glauben Sie mir. Nein ist für mich keine Antwort. Wow, das dürfte schon reichen. Das kam jetzt erstaunlich schnell. Ey, was hat denn der jetzt vor? Ich hab doch gerade gar keine Waffe in der Hand. Tun Sie das Richtige, wenn Sie keinen Ärger wollen. Ich werde zahlen. Jede Woche. Sehr brav, sehr brav. Freut mich doch. Schwachstellen, Geschäft erpresst. Da ist auch schon in Luftlinie oder in Sichtweite mein Hotel. Da braucht man gar kein Auto für klauen. Lohnt hier überhaupt nicht. Aber das knacken ja länger als hier mal kurz rüber zu rennen. Wenn ihr den mal aufhören würde zu rennen. Ah, okay. So. Dann. Genau, leben. Und ein wenig speichern. Dann haben wir das Ganze doch schon. Dann können wir auch direkt mehr oder weniger das illegale Geschäft dahinter übernehmen, wenn denn dann A1 ist. Was ich vermute. Moment, Karte.
Nein, kein illegales Geschäft? Das verwirrt mich dann jetzt doch. Nee, warte. Ich bin ja ganz woanders. Ich bin ja hier. Aber dennoch, kein illegales Geschäft? Verrückt. So. Kein illegales Geschäft dahinter. Na dann. Freut wenn mich, Sie zu sehen. Nicht. So. Was zum... Lauft. Ein neuer Fischmarkt. Ich habe hier irgendwas auf meinem... Mauspad drauf, das stört mich ein bisschen. Okay. So, wo haben wir denn... Da wäre der erste Spaßvogel. Jemand muss die Polizei rufen! Da ist die zweite. Ich bring dich um! Die zweite ist auch einmal erschossen. Könnte gut sein, ja. Na dann... doch mal. Sie tun mir doch nichts, oder? Ich habe den Schwachstellen gefunden. Du bist so gut wie tot. Das war jetzt krass schnell, ja.